Da Tara ihren Koffer verloren hat, ist die Auswahl der Kollektion auf zwei Kleider geschrumpft. Dennoch wartet der Fotograf eine gefühlte Ewigkeit. Als die beiden dann erscheinen, zückt er seinen Apparat und das Shooting beginnt. Run to me. Run to you? Run, yeah. I'm not running. No, why not? I'm not in Baywatch. I like the movement. No. Yeah, try. It doesn't look good. Naja, ganz ehrlich, ich bin ja jetzt das Brotkörbchen, ja? Und wenn ich anfange zum Laufen, dann bewegt sich da ganz Barcelona. Es ist einfach nicht böse, das bringt ja nichts. Okay, move your dance for me, please. Oh, come, baby, strip for me. I will put some music. And no, we don't dance. We're not in a dance club. A little bit, yeah. Meine Laune ist eh scheiße. Ja, also das Shooting ist mir super wichtig, weil das wird ja die Werbung für die Modenschau und das ist ja meine ganze Zukunft. Also das muss jetzt schon gescheit werden. I'm not gonna dance. It doesn't look good on pictures if you cannot dance. Dance? I cannot. How should I dance to someone singing? Feel the rhythm. Glow. Can you do pictures now? Thank you. I like more Kate. I will try to go with her. Maybe I have like some chance. Also eigentlich ist er eh ganz süß, aber seltsam. Aber cute. Aber seltsam. Ja, der hat irgendwie nur Augen für die Kate. Ob er heute mit mir auch noch shootet, weiß ich nicht. Dann kommt auch Tara dran. Rampenlicht statt Reservebank, so wie es Tara mag. I don't want portrait, I want full body. Okay, full body. Okay, move your arms. Nice, my God! Let me see, oh my God! Hey! Okay, go a little bit in. You are in, ma! God, it's not the bad, my God, this one is perfection! Smile! What the? My God! Dem geht gleich einer ab, so wie der sich da freut. Ich meine, bei mir als Model kann ich es verstehen, aber der zeigt das schon sehr auffällig, dass er das sehr geil findet, mit mir zu shooten. Ist excited. Also wenn die Bilder so geil werden, wie er sich aufführt, dann bin ich auch zufrieden. Mama, Mama, wow! Okay, time. Done. Okay. We finish. Okay. Thank you. Thank you. Good job. Und auf einmal hört er einfach auf. Das ist so typisch, Mann. Wenn sie fertig sind, dann stehen sie einfach auf und gehen, oder was? Professional. Yeah, we end because it's finished. They are professional, I'm professional, done, it's okay. I done my work. What are you doing tonight? Tonight? Yeah. I think we're going out or something. Yeah. But yeah. We'll go to a bar. Are you going to a bar? Which? Yes. Which one? I don't know. We don't know yet. Why? No, because if you want, we can go to some place together. Uh-huh. I know some like really nice bars here. Der Fotograf scheint bei den Girls trotz seiner speziellen Art gepunktet zu haben und sie nehmen seine Einladung für heute Abend an. Doch nun haben sie etwas Wichtiges zu erledigen. Ich fand's super. Ja, voll. Er war zwar crazy, aber ich finde irgendwie, er ist cute und er hat Gas geben. Ja, das stimmt. Also wenn die, so wie der geschrien hat, müssen das ja da die Schnappschüsse des Jahrhunderts gewesen sein. Ich bin auch gespannt auf die Fotos, ja. Quasi, da ist Tiffany, da müssen wir hinschauen. Schauen wir rein? Schauen wir. Ich hoffe ja, dass der Maxim irgendwann zu Verstand kommt. Also so ein Verlobungsring. Aha. Und so wie der da unten, da aber ohne dem Gold, ja, so ein Ehering. Halt einfach so mit Diamanten rundherum. Ich mag voll nicht so ein simplen. Haben die noch andere? Da ist ja wenig drin. Also ich habe ja schon genaue Vorstellungen, wie mein Ring sein muss. Und das sage ich auch jedem Typen fast gleich am Anfang, schicke ich ihm schon den Ring, der mir gefällt und so. Also wenn der Maxim jetzt mit so einem ganz simplen daherkommen würde oder mit einem goldenen, dann wäre ich gar nicht begeistert, weil ja, es geht zwar um die Bedeutung, aber dann fühle ich mich auch so, als würde er mich ja gar nicht kennen und als wäre es ihm egal, was mir wichtig ist. Weil ich habe ihm schon mehrmals und oft genug gezeigt, welchen Verlobungsring und welchen Ehering ich mag. Und wenn er dann mit was ganz anderem daherkommt, das ist ja voll respektlos und so, das würde er mir gar nicht zuhören und das wäre es ihm eh scheißegal. Und so einen Mann soll ich dann heiraten, dem nicht mal wichtig ist ein Ring, den ich für den Rest meines Lebens am Finger trage? Ja, ich renne nicht mit einem schieren Ring mein Leben lang herum, nur weil ein Mann dazu zu egoistisch,
Spooky. Nur weil ein Mann dazu egoistisch ist, auf meine Wünsche einzugehen. Also der Mann, der meine Hand anhält, der liebt mich so sehr, dass er doch den richtigen Ring auf die Reihe kriegt. Und dann beides zusammen, so der fette Diamant und dann die Diamanten rundherum. Voll. Schau, meine Hand ist so leer, da gehört was her. Ja, ganz klar. Der gewünschte Verlobungsring kostet übrigens so um die 10.000 Euro. Müde vom Shooting und vom Window-Shopping hofft Tara, dass Maxim in der Suite schon auf sie wartet. Also ich weiß nicht, wann der Maxim endlich daherkommt. Wofür lege ich da überhaupt noch? Danke, Mari. Der nervt mich echt. Der hat uns jetzt den ganzen Tag da alleine gelassen und wir haben nur die ganze Arbeit gemacht. Was machst du mit meinem Spiegel? Das ist mein Fernseher. Wie schaut das so aus? Ach so, ja, aber du hast, das ist ja kein Spiegel. Da hast du den richtigen Spiegel. Da sehe ich nichts. Ich habe voll viele Sachen nachgekauft, aber ich kann jetzt nicht noch die ganzen Paletten und so kaufen. Ich habe 350 Euro ausgegeben. Peter muss trotzdem noch 50% meiner Sachen von der Kette schnorren, dass ich das da hinkriege und bin immer noch unzufrieden. Ich fühle mich immer noch schier. Der Wichser kommt nicht daher, weil ich habe eh schon so eine Laune. Und da muss ich noch alles selber machen. Weißt, ein Mann sollte dir helfen und für dich da sein und nicht, dass alles an mir hängen bleibt. Scheiße. Oh, jetzt kommt er da genau, wo ich mich da schmink. Hallo. Hast du ein schlechtes Gewissen? I'm too late. I'm too was? Late. I'm too late. Yeah, you are too late. I'm sorry. I'm sorry. Big sorry. Riesen, riesen, big sorry. Wie viel? 100 sorry. Du bist gemein. Ja, der Maxim ist voll unfair. Der bringt Blumen mit. Er weiß, dass Blumen meine Schwäche sind. Da kann ich nicht böse sein. Weil ich tue dem immer viel zu viel Bedeutung beimessen und für mich ist Blumen einfach ein richtig schönes Geschenk und dann kann ich nicht böse sein und das ist unfair, weil er weiß das und er weiß, dass ich sehr böse bin, aber dann geht das nicht. Ja, die riechen gut und die sind schön. Ich sag's mir dazu. Schmeckt's? Lass mich mal essen. Entschuldigung. Katie, willst du auch abbeißen? Ja, lass mich kosten, ich hab eh Hunger. Es schmeckt super, 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 super gut. Schmeckt gut. Es war mein Favorite-Riegel. Mmh. Ist gut? Schmeckt aber wirklich gut. Also ich muss sagen, dass das jetzt gut schmeckt, hat bei uns 10 Sekunden gedauert. Also was hast du so lange gemacht? Ich habe probiert, dann ein bisschen mit den... Hast du was getrunken? Wir haben gefeiert, dass die Produktion gut war. Ja, ich kann sehen, du schergelst mich da schon an. Ich habe gefeiert. Ganz, ganz wenig. Ja, ich meine, das Keks verkosten, das kann ja nicht so lange dauern. Ich meine, da die paar Krümel futtern. Ich meine, wir haben da jetzt ein bisschen gemacht und gesagt, ja, das passt. Es hat 10 Sekunden gedauert. Also, wie lange hat er bitte gebraucht? Wie viel hat er denn da verkostet? Ich dachte, es sind nur 4. 4 mal 10 Sekunden? 40 Sekunden? Zapp, zerab dann. Wir haben gefeiert, dass wir die millionsten Riegel produzieren werden. Und dementsprechend haben wir ein bisschen angestoßen. Und dann gehen wir, ich zieh schon meine Schuhe an. Kein Problem, ich tue mir nur ein neues Deo drauf und das war's. Ja, bitte, und ein Parfum. Fast da wie eine Schnapsbar. Ah ja, nachdem das geklärt ist, zieht es die drei in einen angesagten Club direkt an der La Rambla in Barcelona. Maxim ist zum Feiern zumute und auch Tara und Kat sind zufrieden mit ihrem heutigen Tagwerk. Ich habe ja nur gehört, dass der Fotograf sehr, sehr nett war, ne? Der Fotograf war sehr, sehr seltsam. Die Socken waren mega geil, weil das waren Katzen. Katzen? Aber ich habe noch nie eine Person erlebt, die seltsam ist und gleichzeitig so cute ist, dass es wieder normal ist. Macht das Sinn? Nein, gell? Muss es auch nicht. Nicht besonders, nein, eigentlich nicht. Aber schon okay, ich meine, ich kann es mir vorstellen. Katzensockentyp, ich habe schon mein Bild im Kopf, ne? Naja, Spaßl, was du am Anfang immer für Sachen anhattest. Hat er auch Katzensocken? Also bis nee, hier. Er trägt immer diese Socken, weißt du, die weißen, die was bis da hoch geht mit den schwarzen Streifen. Ja, aber die finde ich nicht schlecht. Nee. Solche habe ich auch. Daher, dann so eine urschiere, schwarz, dunkelblaue Jeanshose, so. Also die meisten Männer haben leider gar nicht so einen tollen Stil.
Also seit ich mit Maxim zusammen bin, hat sich seine Garderobe um 180 Grad gedreht. Bei Maxim war das so gerade runter, er hatte gar keinen Arsch und keine Figur und nix. Ich liebe ja sein Po so sehr, ich bin ja so ein bisschen arschfixiert. Aber am Anfang, wo ich ihn kennengelernt habe, der hatte gar keinen Arsch, also wirklich null. Der hat das erste, weil ich ihm dann immer gesagt habe, dass er mal den Arsch auch trainieren soll. Jetzt hat er einen guten Booty. Aber am Anfang, da hat er weniger als ich. Apropos komischer Arsch. In Kürze hat sich der Fotograf von heute Nachmittag bei den Girls angemeldet und Kat hofft darauf, dann nicht mehr das dritte Rad am Wagen zu sein. Da kommt er auch schon und hat noch einen Freund im Schlepptau. Maybe we need more glasses, or? No, no, vielleicht. They can order. Do you want to drink anything? Nein, nein, Maxim, die sollen ihr eigenes bestellen. Ich meine, was soll das? Yes. Mausi, du kannst da nicht unsere Getränke anbieten, er muss schon sein eigenes kaufen. Ich dachte, das ist nett. Er hat heute für uns einen Photoshop gemacht. Nein, Mausi, Männer müssen immer die Drinks zahlen. Der muss dich einladen, nicht nur ihn. Ja, aber man kann doch auch mal nett sein. Man nein, muss immer so nein, Sugar Daddy. Ich meine, das ist doch gesunder Menschenverstand. Warum sollte der Maxim seine Flasche mit den Typen teilen, das sind selber Männer, die sollen sich erstens mal selbst was kaufen, zweitens der Kette auch was kaufen, wenn die umgarnen. Ich bin nicht so unhöflich, also bei mir ist immer so, was meinst du, ist auch dein?